Hier ist unsere Aufstiegsmannschaft aus dem Jahr 2012-2013. Hier sind unsere Legenden aus Lotte. Ja, einfach Gänsehaut. Also jetzt mit den Jungs hier zu stehen und die Bilder zu sehen, als ob es gestern gewesen wäre. Es war ja, Gänsehaut und glaube ich, das vergisst keiner hier. Ausgangsposition ist klar. RB hat das Hinspiel mit 2:0 gewonnen. Ein Auswärtstor und Lotte müsste schon 4 Treffer erzielen. Jetzt ist der Vorn drin. Die Chance, das Tor. Was macht Schriever? Er pfeift einfach nicht ab. Kotuljac. Lotte! Zeit. Schießen die Sportfreunde Lotte das 2:0 und schicken RB Leipzig in die Verlängerung. Kaiser. Der ist noch aktiv, das sieht man. Der will noch was. Morris. Morris. Matthias Morris. In der eigenen Hälfte zu beschäftigen. Das ist Schulz, Schulz! Das ist Kutschke! Und das ist Elfmeter. Stefan Kutschke, wie macht er es heute? Genauso! Da war noch der Innenpfosten dran. Kutschke und Morris schießen RB Leipzig in die dritte Liga. Rani, erstmal herzlich willkommen zurück. Was ist es denn für ein Gefühl, ja, nach so langer Zeit mal wieder hier zu stehen, in deinem Stadion? Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, ein ganz besonderer Augenblick, ein ganz besonderer Moment, die Jungs alle wieder zu sehen. Mein Sohn ist das erste Mal mit im Stadion. Die Zuschauer wieder zu sehen nach so langer Zeit, ja, ist schon eine große Freude und macht Spaß, wieder hier zu sein. Was ist für ein Eindruck für dich? Du hast hier gespielt 2010 vor 3000 Leute, jetzt sind hier 45 da. Ist was Spezielles, oder? Ja, man sieht die Entwicklung einfach. Das ist schon geil, das macht schon Spaß, wenn man herkommt. Matze und ich, wir sitzen noch nebeneinander und haben vorhin schon gesagt, so, ja, eigentlich sind das so unsere Spiele. Nur, dass wir gegen Mäusewitz und Halberstadt gespielt haben. Ja, macht schon Spaß. Matze, Riesenspiele von dir an beiden Spielen gegen Lotte getroffen, Hinspiel ein Tor gemacht, das Rückspieltor geht natürlich auf dich. Wie sind die Erinnerungen an diese Duelle? Ja, es war schon sehr besonders, das jetzt nochmal so zu erleben und zu sehen. Und gerade wenn da so viele Fans dabei sind und das bejubeln, war schon ein ganz, ganz besonderer Moment, muss ich sagen. Du bist ja echt noch so stabil geblieben, wenn man dich körperlich so anschaut. Wer von den Jungs hat sich in den 10 Jahren am meisten verändert? Ich habe es gerade mit Frani gehabt. Er hat jetzt gerade einen Carsten Kamlott angesprochen. Mir ist jetzt so direkt keiner negativ aufgefallen, sag ich mal. Aber ja, ich glaube, dann nimmt man Chipper, oder? Frani, sind auch Freundschaften entstanden aus dieser Mannschaft, aus dieser Zeit? Es ist speziell im Fußballgeschäft, oder? Wie oft seht ihr euch noch? Wie oft seid ihr in Kontakt? Die Mannschaft von damals? Ja, wir haben ja so eine kleine Gruppe mit 10, 12 Mann, wo wir schon versuchen, uns einmal im Jahr auch regelmäßig zu treffen. Ja, mit anderen hat man halt auch weniger Kontakt, aber man versucht trotzdem immer irgendwie im Austausch zu bleiben. Und deswegen ist es umso schöner, dass es genau so eine Tage wie heute gibt. Wo man sich dann einfach mal wieder sieht und mal sich austauschen kann, was macht der eine, was macht der andere. Ja, und ich hoffe einfach, dass vielleicht öfters jetzt so stattfindet, so eine Augenblicke.
Das machen wir. Ein Wort noch zu Yusuf Paus. Ihr habt doch zusammengespielt. Jussi trippelt heute ja auf, macht wieder ein super Spiel. Was sagst du dazu? Ja, sensationell. Ich freue mich für Jussi einfach, die Entwicklung, dass er so lange im Verein ist. Jetzt soll er mich noch überholen mit den Toren, weil er hat das auch geschafft. Und mich freut es einfach. Er kann sehr, sehr stolz darauf sein, was er hier für Leipzig und in Leipzig geleistet hat. Männer, vielen Dank. Lasst es krachen heute.